Folge 307 von Simotrans. Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir schauen in Hardexen wieder rein. Wir haben ja hier die Straßenbahn letztes Mal geguckt, die hier noch einen Postwagen drin hat. Das werden wir diese Folge umbauen. Da werden wir nur eine Straßenbahn laufen lassen und dann werden wir einen LKW da draufsetzen, der die Post hin und her fährt und dann schauen wir mal weiter. Ich würde sagen, wir sehen uns nach dem Intro. Bis gleich. So, dann schauen wir da mal weiter. Wir haben jetzt diese Strahbar da und dann würde ich sagen, bauen wir hier mal gerade eine neue auf. Elektrotraktion, ja, und Straßenbahn hatten wir, letztes Mal diese genommen. Reitlänge 2. Und der macht wie viel? 70 km/h, die ist ziemlich schnell. Kapazität 119. Wir können hier einen Rundkurs veranstalten. Können da hochfahren, da oben das mitnehmen, das hier verbinden, hier langfahren. Da, oh gut, das machen wir, ne? Dann lass uns die Straßenbahn hier noch weiter bauen. Ja, ich fahre jetzt hier da lang. Straßenbahn holen wir jetzt hier das Gleis ab. Machen das so. Machen das so. Bis dahin. Machen wir gleich. Ah, warte mal, die fährt ja schneller. Dann müssten wir hier mal noch ein bisschen umbauen, ne? Okay, da muss ich gleich noch sehen, dass ich da noch was mache. Okay, das war falsch, oder? Ja, hier langfahren ist doof, wir müssen da oben hin. Ja, dann würde ich sagen, reißen wir das gerade mal schnell wieder hier weg. Das war das hier. Das kann stehen bleiben. Wir machen hier das 90er Gleis übrigens hin. Können wir das aufwerten? Ja. Wir hatten das so auf. Okay. Die fährt natürlich bis da hinten hin, ne? Und dann fahren wir jetzt noch hier. So. Ne, hier lang. Ach so, da geht's nicht runter, ne? Dann machen wir das da runter. Welcher muss es sein? Der, der, der. Das dann da lang. Bis nach da. Und die können dann hier rüberfahren. Genau, dann fährt er da lang. Bis nach hier. So, das ist jetzt hier aufzuwerten noch. Machen wir später. Jetzt machen wir erstmal das Gleis neu. Das 90er Gleis, weil die fährt ja 70, ne? Dann wollen wir das auch nutzen, wenn sie so schnell fahren kann. So, ist es richtig? Ja. So passt es erstmal. Die geht bis dahin auf jeden Fall zu fahren. Da lang. Hier geht es ein bisschen falsch los dann. So. So sitzt es jetzt. Der Rest ist passend. So, jetzt noch die Geschwindigkeit des Stroms. Geschwindigkeit des Stroms ist cool, ne? Da raschelt nichts. Ich glaube, so passt es erst. Da dürfen wir nachher den Dingens nicht vergessen. Wechselt er aus? Ja, der wechselt aus. Ich weiß nicht, doch, ist glaube ich richtig.
Ach so, der fährt gar nicht bis da hinten rein, ne? Kann das sein? Der fährt nur bis hier, kann er ja auch nur. Naja, wir werden sehen, was da passiert, wenn es dann so ist. Hier fährt er langsamer rein, aber wir fahren trotzdem da durch mit, also, ja, komm, dann machen wir das Gleis auch noch schnell auf 90 hier. Und wieder die Oberleitung richtig machen. Da war ein Flieger, der gerade angekommen ist. Ich weiß nicht, ob es jetzt so durch ist. Ich glaube, wir sind jetzt so durch, ne? So, das bedeutet, wir haben einen Kreis gebaut. Jetzt muss die Linie dann noch dementsprechend angepasst werden. Lass uns erstmal die Linie nehmen. Und zwar Straßenbahn Altenau-Hardexen. Und Linie ändern. Wo ist die Straße? Platinstraße, Baustoffhandel, SWO. Mach den mal da weg. Baustoffhandel ist jetzt hier, das ist also diese Haltestelle. Platinstraße, SWO. Da. Platinstraße ist dann jetzt falsch. Das bedeutet, wir löschen den jetzt nicht. Wir fügen da ein diesen halt. Altenau, ne? Ahornstraße, war das dies hier? Nein, Baustoffhandel ist das. Wir hätten hier einfügen müssen. Ahornstraße. Ach, den hat er. Baustoffhandel. Ahornstraße. Kennedy. Gerät und Haushaltsartikel. Ja. Da. Dort. Dann fährt der hier lang. Da müssen wir noch schnell eine Haltestelle mehr basteln. Nee, das müssen wir hier haben. Und zwar ist ja egal, was wir da gerade hinbauen, glaube. Einfach nur ein Halt. Mach das mal alles zu. Hardexen, alte Kirche St. Marien. Wo ist die? Da, Gott. Dann Römerstraße, passt. Und dann ist der Halt hier, ne? Weiherstraße. Ja, hat er genommen. Und dann Karl-Benz-Straße. Ostwald. Und dann hier in diesen Halt rein. Platinstraße ist das dann. Dann würde ich sagen, löschen wir den Oswald, löschen wir Karl Benz. Wo ist denn Karl Benz? Dann war das da andere Richtung, ne? Wo ist denn Karl Benz? Warte mal, hier ist noch Maroni. Auf jeden Fall können wir den Ahorn da wegmachen. Oswaldstraße war ja da, ne? Die haben wir ja schon drin, ne? Genau. Oswaldstraße wird auch gelöscht. Die zweite Platin-Geschichte kann weg. Karl Benz haben wir da, kann also hier unten auch gelöscht werden. Und Weinstraße ist da, kann also da unten auch gelöscht werden. Genauso wie die Karl Benz hier nochmal, weil die da oben ist. Ich glaube, jetzt haben wir den Rundkurs passend. Können wir schließen. Und jetzt müssen wir nur noch Fahrzeuge da drauf setzen.
Wir können. Nee, können wir nicht, weil die ist zu langsam, ne? So, das heißt. Straßenbahnschiene. Ach so, im Depot ist das. Naja, das ist auch nicht so schlimm. Ach so, das können wir schließen, weil. Ist hier unten ja offen. Haben den hier. Und setzen den auf den Fahrplan. Altenau, Strava, Altenau, Hardexen. Machen eine Kopie davon und schicken zwei los. Während die erste schon mal loslegt. Ja. Ja, ich glaube, der fährt dann trotzdem richtig, ne? Ja, der müsste jetzt hier lang fahren, weil. Ja, passt. So, er hier kann Fahrzeugdetails. Das würde jetzt bedeuten, wir müssten den Postwagen da rausnehmen. Wie schnell darf denn der? Kann man das hier irgendwo sehen? Ich sehe es nicht. Thüringer Wald Gelenktal, 32 von 70 Post. Steht nicht, wie schnell der fährt da, ne? Maximal 45, das heißt, auch der wäre nur 45 schnell. Wir müssen aber jetzt. Das Doofe, was ist, ich glaube, wir können jetzt nicht einen Wagen auf diese Linie schicken, der jetzt die Post dann da hin und her fährt, ne? Das ist ein bisschen doof. Das bedeutet, du musst hier wieder. Dieses Fahrzeug nehmen, du musst dann eine neue Linie wählen und dann fügst du hier einen Punkt nach dem anderen hinzu, ne? Fängst du hier mit an. Fährst du da lang und dann kann er da natürlich nicht rumfahren. Er wird mit der Straßenbahn nicht weiter folgen können, weil er muss woanders lang fahren. Ist jetzt aber auch nicht insgesamt gesehen schlimm. Ostwald, Platin haben wir hier. Kann auch da sein, ist auch egal, wo der anhält. Und er fährt jetzt noch. Nee, war schon passend. Der fährt dann da wieder die Runde, ne? Das ist ja gehört der, nee, das gehört nicht dazu. Das heißt, ach, der ist hier über Eck, deswegen haben wir den da nicht dran. Ne? Aber der Postwagen könnte den ja trotzdem mitnehmen eigentlich, ne? Machen wir das da mal so. Kannst du da schließen? Und das ist hier Post Hardexen Altenau. Strava. Strecke. So, Enter. Fertig. Schließen wir das jetzt? Ja. Gehen jetzt hier rein? Nee. Gehen jetzt da rein? Ja. Holen uns dann einen Post-LKW und machen den Post, also der war bei den Bussen, den da drauf, setzen den auf die Linie. War das jetzt Post Hardexen? Sind wir schon Post Hardexen, Altenau, Straber Linie. Kopieren den. Und starten die beiden und sollten dann fahren. So, jetzt sollte die Post, wenn wir den Dingens hier runternehmen, lass die mal jetzt starten. Nee, lassen wir sie nicht starten. Warte auf freie Strecke. Naja, jetzt ist egal. Wo ist denn die andere jetzt? Da oben. Ach so, die haben wir da.
Das bedeutet, diese jetzt einfach hier Fahrzeugdetails ausmustern. Nicht laden und irgendwann ist sie weg. Und diese hier müssen wir mal gleich in Empfang nehmen. Lassen die da jetzt reinfahren. Wenn die hinter dem Dingens hier ist, halten wir sie gleich mal einmal an. Jetzt fährt die nie raus, weil die da noch ist, okay. Jetzt fährt sie auf jeden Fall weiter. Die fährt auf jeden Fall schon schneller, wie die andere gerade war. So, jetzt halten wir sie an und warten, bis die andere weiter vor ist. Wir müssen nur die langsam hier einmal im Auge behalten. Aber das kriegen wir schon hin. So, das hier kann definitiv zu. Die fährt noch voran. Und da müssen wir nur gerade mal ein bisschen gucken, dass die andere ein bisschen weiter vorne ist. Ich würde jetzt mal sagen, wenn die hier ist, können wir die dann starten wieder, ne? Die hat natürlich noch ordentlich hier geladen. Müssen wir gleich mal schauen. Die ist jetzt hier. Wenn die da ist, haben wir gesagt, ne? Lassen wir diese wieder laufen. Kriegen wir hin, oder? Sieht doch erstmal ganz gut aus. Wer hat Vorrang? Ah, die fahren durcheinander. Die hat 58 Passagiere jetzt, die eine, und die andere weiß ich gar nicht. So, jetzt können wir die laufen lassen. Ah, die ist voll. Und die ist bald leer, ne? Die fährt jetzt tatsächlich nur Post durch die Gegend, oder wie sehe ich das? Achso, da müssen wir hier gucken, ne? Ah ne, die hat auch Passagiere noch an Bord. Schmeißt jetzt hier noch am Platinstraße wieder hier raus. Baustoffhandel und Römerstraße. Ist die Römerstraße das da? Ne, ist Ahorn. Wie weit fährt die denn da noch? Kennedy? Haus und Geräte? Kirche St. Marien? Schilden? Ne. Da oben bis dahin fährt sie noch eine Runde. Okay, sollte jetzt nicht das Problem sein, denke ich. Kriegen wir in den Griff, oder? Da ist schon wieder was überfüllt. Wo sind wir denn jetzt? Achso, da. Die fährt jetzt da rein, die andere ist da. Und wo ist die erste? Da. Okay, die erste ist jetzt irgendwo am Kreuzen der normalen Gleise. Hat geklappt. Macht erstmal einen guten Eindruck, ne? Sind ziemlich voll, die beiden. Und die alte Kutsche ist hier. Hat jetzt nur noch die Passagiere zur Römerstraße zu bringen. Ich hoffe, dass diese hier die jetzt nicht einholt, weil die so fürchterlich schnell fährt, ne? Aber ich denke mal nicht. Hier, das können wir schon zumachen. Brauchen wir erstmal nicht mehr. Ja. Die war jetzt da, dreht wieder raus. Eigentlich sieht das gut aus, oder? Vielleicht kann man da noch ein weiteres Fahrzeug draufsetzen. Muss man dann mal gucken. Bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob das Sinn macht. Wenn diese verschwunden ist, ist erstmal gut. Post-LKWs haben wir jetzt gar nicht geguckt, wo die sind. Aber hier fährt schon gerade einer. Ist auch mit 250 voll. Und da ging, glaube ich, 79 rein. Ne? Ja. Dann ist das auch besser geworden. Die fährt jetzt gerade hier lang, die Straßenbahn. Nutzt dann die Gleise der normalen Bahn. Passt alles. Sieht gut aus.
Wo ist denn jetzt unser Gelbe? Da. Gut. Und wo ist der neue Zug? Da. Ah, das stört also noch nicht. Die ist jetzt noch am Voranfahren. Die fährt auch direkt durch, ne? Weil sie da nicht halten musste. Noch sind wir im Limit, wenn die hier noch nicht ist. Nein, ist sie noch nicht. Ja, das sieht noch gut aus. Die verschwindet ja gleich. Dann haben wir es geschafft, glaube. Wo ist die andere? Die hinter der Kirche. Ah, da ist er. Okay, die ist natürlich flotter und wie ist wie die, ne? Die fährt ja bald, ja, die fährt das, wenn die 90 fährt, fährt die doppelt so schnell wie die, glaube, ne? Die hält jetzt hier aber an, ja. Und die ist jetzt vom Plan, oder? Sollte sie gleich sein. Und hier ist noch ein Halt, das heißt, die fährt auch noch und die verschwindet jetzt gerade. Nicht Laden steht hier. Altenau-Römerstraße. Die war doch hier. Die kann nicht entladen, weil das Fahrzeug da zu lang für ist. Kann das sein? Na super. Das bedeutet... entfernen. So ein paar Leute fahren schon seit Jahren drin. Die sind da schon tot drin am Sitzen wahrscheinlich, weil die ganze Zeit da mitfahren. Dann wissen wir da schon mal Bescheid, ne, was wir da falsch gemacht haben. Okay. Hier nur zwei Sack Post. Das ist dann okay. Dann denke ich mal, das läuft. Hier sind 119 Leute drinne. Da unten sind auch 119 drinne. Das gucken wir uns in der nächsten Folge auf jeden Fall auch nochmal an, wie es da läuft. Vielleicht können wir da ja noch einen mehr setzen. Da müssen wir mal die Haltestellen abklappern, wie viel da drinne sitzen. Und dann schauen wir uns das dann an. Ich sag mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.